welche Personen die Energiepreispauschale nicht erhalten werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Energieentlastungspaket zum 01.06.2022 und zum 01.09.2022 soll kommen. Viele Menschen in Deutschland freuen sich. Es gibt aber auch leider auch viele Menschen in Deutschland, die die Energiepreispauschale im Grundsatz erst einmal nicht erhalten werden. Das sind Studenten, pensionierte Beamte, gesetzliche Rentenempfänger, Betriebe, Empfänger von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Krankengeld, Hartz IV und Grundsicherung. Wer sich in diesem genannten Personenkreis wiederfindet, sollte überlegen, ob er nicht, wenn möglich, zum 01.09. einen Minijob aufnimmt, damit er steuerfrei die Energiepreispauschale bekommen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.